Okay, gehen wir weiter. Sie sehen in der Mitte jetzt die Folders View. Je nach Ansicht setzt sich der Stresslevel, den Sie hier drin sehen, aus verschiedenen Werten zusammen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Computers Folder oder Computers Tab wechseln, setzt sich der Stresslevel aus der CPU, der Disk Queue, den gleichzeitig angemeldeten Benutzern und dem derzeit ausgenutzten Arbeitsspeicher zusammen. Wenn wir jetzt per Doppelklick hier nochmal drauf gehen, kommen wir auch in die Computers View. Hier sehen Sie auch den Show Parent View Record Eintrag, der uns nochmal den übergeordneten Punkt, in diesem Fall den Ordner, nochmal anzeigt. Hier sehen wir in der Computers View, sehen wir, dass sich der Xen Server 6.5 TS03 in einem Critical Stress Level befindet. Dies wird mir hier in dieser Übersicht klar angezeigt. Um die Ursache des Stresslevels zu erfahren, können wir jederzeit auf diesen kleinen Pfeil hier klicken, um zu sehen, warum dieser Stresslevel ausgelöst worden ist. In jeder Zeile befindet sich hier ein gemanagter Computer. In diesem Fall, wie schon mal erwähnt, ausschließlich XenApp 6.5 Server. Wenn wir jetzt mit einem weiteren Doppelklick auf den Server navigieren, kommen wir in die angemeldeten Benutzersitzungen. Hier sehen Sie auch dass derzeit 6 ausgeführte Benutzersitzungen auf diesem Server angemeldet sind und es sich eine in einem Critical Stress Level befindet. Um jetzt weiter nachzusehen, warum dieser Stresslevel oder warum dieser Stressstatus erreicht worden ist, können wir weitergehen mit einem Doppelklick auf die Benutzersitzung und wechseln in die Prozessansicht. Hier sehen wir also alle Prozesse des angemeldeten Benutzers, die an dieser Stelle ausgeführt werden. Wir sehen auch, dass ein Internet Explorer in einem Critical Stress Status oder Stresslevel sich befindet, da er einen Wert von 39% in der CPU verursacht. Wir können jetzt auch mit dem Kontextmenü der der Maustaste, Entschuldigung, uns einen Screenshot an dieser Stelle anfertigen lassen. Diese Funktionen sollten natürlich mit dem Betriebsrat abgestimmt werden und können bei Bedarf auch über die Berechtigung deaktiviert werden. Dazu kommen wir aber später noch einmal. So, wir fertigen uns jetzt einen Screenshot an und dieser müsste auch gleich erscheinen. Kleinen Moment. So, da sehen wir auch schon den Screenshot. Ist in diesem Fall ein Portal, the Flash Version, dient als Beispiel einfach nur, um eine Simulation von einer starken CPU-Last auszuführen. Ich schiebe den Screenshot gerade mal zur Seite. Und bei Bedarf könnte ich jetzt im Kontextmenü der rechten Maustaste wieder sagen, ich möchte diesen Prozess beenden oder abschließen. Also ich habe im Kontextmenü der Maus habe ich verschiedene Aktionen, die ich ausführen kann, auf die wir auch noch später eingehen werden. Wir können diesen Prozess, wie schon erwähnt, über das Kontextmenü beenden. Das führen wir jetzt einfach mal aus und sehen gleich, dass dieser Prozess, der Internet Explorer, rot wird und daraufhin die CPU-Last auf jeden Fall runtergeht, weil der Prozess nicht mehr ausgeführt wird in dieser Sitzung. Was man hier in dieser Ansicht auch noch machen kann, dafür wechsle ich jetzt mal in die Sessions zurück. Hier sehen wir alle Benutzersitzungen, die derzeit in unserem Ordner oder auf unseren Servern ausgeführt werden. Wir können uns in der Organisationsansicht per rechter Maustaste einen Fokus auf diesen Ordner setzen, dass wir auch nur diese Sitzung von diesem Ordner sehen. Was wir auch machen können ist, wir können nach verschiedenen Spalten sortieren oder gruppieren. Ich könnte jetzt per Klick, wie wir das von anderen Programmen her kennen, mir nach CPU-Auslastung sortieren oder nach dem ausgenutzten Arbeitsspeicher. Ich könnte mir aber auch
den Status hier oben in die Leiste ziehen und hätte jetzt eine Gruppierung meiner Sitzung. Also ich sehe auf einen Blick, welche Benutzersitzungen disconnected und welche aktiv sind. Okay, Eike, Dankeschön. Ich habe hier noch eine Frage, die aus dem Teilnehmerkreis gekommen ist. Kannst du uns gerade noch mal das Scrollen zeigen, wie man sich innerhalb der Folder View navigieren kann? Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, gehen wir in die Folders-Ansicht. Wir haben uns den Fokus auf unseren Xenapp 6.5 Ordner gewählt, deswegen sehen wir diesen auch nur. Ich setze den Fokus jetzt mal auf den obersten Ordner. Jetzt sehen wir auch schon, dass wir alle Ordner darauf sehen. Wenn ich jetzt per Doppelklick auf einen Ordner, den ich mir angelegt habe, einfach per Doppelklick drauf drücke, springt er automatisch in diese enthaltenen gemanagten Computer rein. Wenn ich hier an dieser Stelle wiederum mir einen Computer aussuche und wieder per Doppelklick drauf gehe, springt er mir in die Benutzersitzung rein. Wenn ich an dieser Stelle mir eine Benutzersitzung rausnehme und klicke wiederum doppelt, dann springt er mir in die Prozesse des Benutzers rein. Wäre die Frage damit soweit beantwortet? Es gibt Okay. natürlich in dieser Ansicht mehrere Spalten, als Sie jetzt nur sehen. Also, wir können jetzt zum Beispiel einmal kurz hier rüber scrollen. Hier sehen wir einmal die Command Line, was die Exe ausgeführt oder wie die Exe ausgeführt worden ist. Eine Beschreibung dieser, wie hoch die Prioritäten sind, wo die Exe-Datei liegt, zum Beispiel in der Prozessansicht. Wenn wir in die Sessions reingehen, sehen wir auch die Auslastung auf unserem Storage zum Beispiel, wie viele IOs, Read Operations per Second, durch diese Sitzung verursacht werden, wann sich der Benutzer angemeldet hat. Also hier gibt es eine große Auswahl an Spalten, die ich mir hinzufügen kann oder auswählen kann. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Das sind die verschiedenen Spalten, die man da hinzufügen könnte. Okay. Eike, vielen Dank erstmal soweit, auch für das Beantworten von der Frage. Weiterhin könntest du uns vielleicht mal zeigen, wie man Control-Up im Unternehmen bereitstellt. Was sind so die ersten Schritte, wenn man noch nie mit der Materie Control-Up zu tun hat und es jetzt im Unternehmen bereitstellen möchte? Das ist eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Wir gehen auf die Webseite von smart-x.com oder auch controller.com, können uns dort eine kostenlose 30-Tage-Demo-Version runterladen, müssen an der Stelle einen Benutzer-Account anlegen, wenn wir das noch nicht getan haben. Starten die heruntergeladene Datei, das ist eine Exe. Wir haben keine Abhängigkeiten, genauso wenig wie wir keine Installation haben. Das Deployment des CU-Agent oder wenn ich einen Server hinzufügen möchte, den ich monitoren möchte, kann ich hier oben, sobald ich ControlUp gestartet und geöffnet habe, auf Add Computers klicken, wähle mir meine Domäne aus, meinen OU-Container, in dem ich meine Server suchen möchte. Ich könnte auch bei IP-Adressen hier meine Liste hinzufügen, dass ich nach IP-Adressen zum Beispiel in meinem Unternehmen die Server hinzufüge. Und wir gehen jetzt den Weg über das Active Directory suchen und können den Suchfilter hier definieren. Das Interessante an ControlUp ist, dass jedes Suchfeld eine Volltextsuche beinhaltet. Also ich brauche nicht den 100% genauen Namen, sondern ich könnte auch unsere Terminal-Server heißen zum Beispiel alle 56TS0 oder 56TS10 und dementsprechend kann ich hier auch einfach ein 65, Entschuldigung, 65TS04 eingeben und mir werden alle Server angezeigt, in denen diese Zeichenfolge drin vorkommt. In diesem Fall haben wir einen vorbereiteten Server hier schon stehen, wählen uns noch die Installationsmethode aus. Wir können das einmal temporär installieren, das heißt nach einem Neustart des Servers ist der
Agent nicht mehr auf dieser Maschine drauf. Er wird automatisch deinstalliert. Wir gehen aber über den Install Agent Modus. Wir können noch nachschauen, ob die Maschine erreichbar ist per Ping und können überprüfen, ob ein .NET 3.5 mindestens installiert ist. Das ist nämlich die einzige Voraussetzung, die wir für ControlUp haben. Klicken auf OK und der Agent wird deployed. Im Hintergrund passiert Folgendes. Die ControlUp-Konsole pusht den CU-Agent an den zu managenden Server und dieser wird dann auf der Maschine als Dienst registriert. Wenn dies erfolgreich war, dann wird der CU-Agent die Lastdaten an die ControlUp-Konsole pushen und auch nur, wenn diese sich ändern. Jetzt kommt gerade noch eine Frage rein. Kleinen Moment. Genau, danke. Ja, hier kam noch die Frage rein, was muss ich tun, wenn ich Server-Images, die per PVS erstellt wurden, versorgen will? Da gibt es die Möglichkeit, den Agent zum Beispiel runterzuladen. Ich kann Ihnen das gerade nochmal zeigen. Hier könnte ich auf Download Agent MSI klicken. Da werde ich weitergeleitet auf eine Webseite von SmartX. Dort kann ich mir den Agent als 32 und 64-Bit herunterladen und könnte den manuell auf der auf dem Provisioning-Image installieren, dass dieser Dienst ja auf den provisionierten Maschinen vorhanden ist dann im Anschluss. So, mir ist gerade eben ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe den Agent nämlich nicht deployed. Wir müssen den nämlich hier drüben noch per Add hinzufügen und auf OK klicken. So, jetzt sehen Sie auch schon, dass der Agent da ist. Der Agent wird installiert auf der zu verwaltenden Maschine und pusht die Lastdaten jetzt an die ControlUp-Konsole. Das Ganze passiert innerhalb oder in weniger als einer Minute, wenn man die Zeit mitmessen würde. Wenn wir jetzt weiter in der Vorstellung gehen, haben wir die Möglichkeiten, die wir im Kontextmenü der rechten Maustaste haben. Haben wir auch die Möglichkeit, uns mehrere Server auszuwählen. Also wir können jetzt hier per Steuerungstaste zum Beispiel einzelne Server raussuchen, können Befehle im Kontextmenü ausführen oder wir mit Durchdrücken der Umschalttaste können wir uns eine Reihe von nachfolgenden Maschinen auswählen und können hier genauso die Aktion ausführen. Das Ganze funktioniert mit den einzelnen User-Sitzungen, die wir hier haben. Also hier haben wir auch die Möglichkeit der Mehrfachauswahl und können dadurch ja, Multi-Target-Management betreiben. Ein sehr interessanter Punkt, den ich sonst noch bei keinem anderen Programm gesehen habe, ist, wenn ich mir alle Server markiere, per Steuerung A zum Beispiel, und dann im Kontextmenü auf Manage Services klicke, dann sehen wir eine kumulierte Ansicht aller Dienste unserer verwalteten Server. Ein einfaches Beispiel zum Beispiel für so eine Möglichkeit, das einzusetzen, wäre, wenn sich jetzt im Support zum Beispiel gemeldet wird, dass gewisse Benutzer nicht drucken können. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Benutzer nicht drucken kann, dass das an einem aufgehängten oder abgestürzten Printdienst handelt. Citrix Print Management Services oder den Microsoft Printer Dienst. Jetzt können wir diesen markieren und sehen im rechten Fenster einen Status der ausgeführten Dienste oder den Status des ausgeführten Dienstes. Jetzt können wir hier in dieser Liste uns mehrere Server markieren und im Kontextmenü wiederum den Dienst einmal neu starten oder wir stoppen ihn jetzt an dieser Stelle. Ich stoppe ihn jetzt an dieser Stelle, einfach nur, um Ihnen das nochmal zu zeigen. So, hier haben wir die Erfolgreichmeldung, dass der Dienst erfolgreich angehalten worden ist und klicken auf OK. Jetzt sehen wir den Citrix Print Management Dienst mit einem
Ich habe gerade nochmal auf Aktualisieren geklickt mit einem gelben Warndreieck. Dieses Warndreieck besagt uns, dass mit dem Dienst auf irgendwelchen Servern irgendwas nicht stimmt. Also es gibt Unterschiede in dieser Ansicht. Jetzt sehen wir im rechten Bild auch, dass auf dem Server 3 oder 9 und dem 14er Server dieser Dienst angehalten ist. Jetzt könnte ich im Kontextmenü der rechten Maustaste im mittleren Feld einfach den Dienst wieder starten und ControlOp sucht mir automatisch die Server heraus, auf denen dieser Dienst nicht gestartet ist. Ich könnte jetzt auswählen, ob ich einen Server nicht starten möchte oder ich möchte den hier an dieser Stelle starten und klicke auf OK. Jetzt dauert es einen kleinen Moment und da kam auch schon die Erfolgreichmeldung, dass dieser Dienst gestartet worden ist. Das funktioniert nicht nur in der Dienstverwaltung, sondern das funktioniert auch in der HQ Local Machine Registry, der zu verwaltenden Server. Ich kann in meiner Organisation mehrere Server wieder auswählen und ich mache es jetzt einfach mal ganz schnell. Ich wähle mir mehrere Server aus, einfach per Zufall im Kontextmenü der rechten Maustaste Manage Registry klicken und habe diese vier Server hier angezeigt und sehe eine zusammenfassende Ansicht der HQ Local Machine Registry. Hier habe ich auch, wie bei den Diensten, verschiedene Farben und Informationen, die mir anzeigen, ob der Dienst nur auf einem Server vorhanden ist oder auf mehreren Servern oder ob dieser wirklich gleich ist, der Schlüsselwert, Entschuldigung. Jetzt kann man sich verschiedene Werte auswählen und könnte die auch wieder im Kontextmenü bearbeiten, umbenennen, wie ich das möchte. Richtig interessant ist der Punktedistribut. Wenn ich den anwähle, wähle ich die Quellmaschine aus und die Zielmaschine. Das heißt, ich kann einen Registrywert von einer Maschine auf alle anderen Maschinen übertragen. Also ich brauche nicht mehr an dieser Stelle mich per RDP auf den richtigen Server aufzuwählen, um zu gucken, ob da der Registry-Schlüssel auch drauf ist. Ich brauche auch keine MMC umständlich aufmachen. Ich kann das einfach aus ControlOp heraus alles überprüfen und managen. Genauso funktioniert das auch im Filesystem. Ich kann an dieser Stelle wirklich Dateien miteinander vergleichen. Ich kann Dateien von meinem Rechner an diesen Rechner senden und auch wiederum auf alle anderen verteilen. Das kann ich zum Beispiel nutzen, wenn ich eine TNS-Names.ora habe, die ich mit den anderen Servern vergleichen möchte, weil es da irgendwo ein Mismatch geben könnte oder ein Mismatch gibt, weil ein Server sich nicht richtig an die TNS-Names oder an den ORA-Datenbanken anmelden kann. Jetzt gibt es noch den Punkt Programs and Updates. Diesen finde ich sehr interessant, weil mir hier eine Zusammenfassung angezeigt wird der installierten Software oder der installierten Windows-Updates. Das heißt, ich sehe auch wieder auf einen Blick, ob dieses Windows-Update auf allen Servern vorhanden ist oder ob ich das auf irgendeinem Server nachinstallieren muss. Das sehe ich hier anhand der verschiedenen Farben. Ich kann natürlich auch wieder einen anwählen und sehe in der rechten Bildschirmhälfte, auf welchen Servern dieses Sicherheitsupdate oder dieses Windows-Update vorhanden ist. So, da kam gerade noch eine Frage rein. Kleinen Moment. Ja, genau. Ich habe zwischenzeitlich zwar schon ein paar Fragen zurückgestellt, weil wir die später noch behandeln werden. Da bitte ich noch um etwas Geduld. Allerdings ist hier eine Frage, die sich exakt auf dieses Thema bezieht, was wir gerade behandeln. Und zwar, mit welchen Benutzerrechten führt man denn die Änderungen an der Registrie oder den Diensten aus? Also die ControlOp-Konsole wird mit einem Benutzer gestartet, wird mit dem Benutzernamen gestartet, auf dem ich an dem Rechner angemeldet bin. Ich habe zudies aber noch die Möglichkeit, mehrere Credentials, also Benutzeranmeldungen hinzuzufügen. Wenn ich jetzt bestimmte Aktionen in einem anderen Benutzerkontext ausführen muss, weil ich zum Beispiel kein lokaler Administrator oder kein Domain-Administrator in meinem Unternehmen bin,
kann ich mir hier diese Credential Store anlegen, wo Benutzername und Passwort drin gespeichert sind. Und über diese kann ich dann die Aktion ausführen lassen. Ja, okay. Vielen Dank erstmal dafür. Ich denke, die Frage ist soweit beantwortet an der Stelle. Ein richtig interessanter Punkt in der Controllers-Ansicht ist der Punkt Registrier bei den Benutzern. Ich habe das hier mal schon mal vorbereitet, wie ich darauf komme oder wie das einzustellen ist, funktioniert so genauso, also funktioniert genauso wie mit den Computern. Ich springe einmal zurück in die Sitzung, wähle mir zwei, drei oder mehrere Benutzer aus und kann im Kontextmenü der rechten Maustaste auch wieder sagen Manage Registry. Jetzt sehe ich eine kumulierte Ansicht meiner Benutzer, also der HK Current User Registry. ControlOp erledigt für mich die Arbeit. Ich brauche die verschlüsselte oder die SID auf dem entsprechenden Server nicht mehr über den Berechtigung, also über die Berechtigung, den Benutzernamen zuordnen, sondern das hat ControlOp für mich gemacht. Hier sehe ich jetzt auch wieder Unterschiede, wenn welche existieren. Hier zum Beispiel anhand der Farbe Blau erkennen wir, dass dieser Schlüssel auf einigen unserer Root-Benutzer oder Root-Schlüssel existiert. Wenn wir einen Schlüssel uns auswählen, sehen wir auch Unterschiede. Wir können jetzt an dieser Stelle auch wieder den Schlüssel bearbeiten, umbenennen und ganz interessant auch wieder verteilen in andere Benutzersitzungen. Ich bearbeite einen Schlüssel, gehe auf Distribute, wähle den Benutzer aus, von wem der Schlüssel kopiert werden soll und wähle das Ziel aus. Somit könnte ich einen Registry-Schlüssel einmal verändern und kann so auf alle anderen Benutzer, die gerade angemeldet sind, den Schlüssel kopieren. Jetzt kam da gerade noch eine Frage, so wie ich gerade. Nein? Okay. Gehen wir weiter. Wieder zurück zu den Benutzersitzungen. Wie schon erwähnt, ist unser Suchtext, also unser Suchfeld, immer ein Volltext. Das heißt, wenn ich jetzt, also ich möchte jetzt zum Beispiel auf die markierte Sitzung CU-Test. Wenn ich jetzt einfach Test eingebe, wird mir jeder Benutzer angezeigt, in dem das Wort oder in dem die Zeichenfolge Test drin vorkommt. Wenn ich zum Beispiel nur die zwei Anfangsbuchstaben eintrage des Benutzernamens, werden mir auch nur diese zusammengesetzt angezeigt und ich kann somit meinen Filter aufbauen. Jetzt gucken wir nochmal genauer ins Kontextmenü. Hier gibt es den Punkt Group Policy, Kill Policy, was ich ein sehr interessantes Feature finde. Ich werde das Fenster von ControlOp gerade mal klein machen und hier an die Seite schieben. Ich habe da nämlich schon mal eine zweite Sitzung vorbereitet. Das ist noch unser Screenshot, den wir vorhin angefertigt haben. Den werde ich jetzt gerade mal schließen. So, und hier haben wir auch schon unsere Benutzersitzung, die wir mal zu Demonstrationszwecken vorbereitet haben. Sie sehen, dass das Startmenü des Benutzers völlig leer ist. Also der Benutzer hat nur die Möglichkeit, sich abzumelden oder sein Windows-Kennwort zu ändern. Genauso wie das Kontextmenü auf dem Desktop einfach gesperrt ist. Also ich kann hier klicken, wie ich möchte, es passiert nichts. So, jetzt bitte ich Sie mal, diese RDP-Sitzung, die wir übrigens auch aus ControlOp heraus starten können, einfach mal zu beobachten. Ich habe sie jetzt auf die rechte Bildschirmhälfte mal transportiert und werde jetzt in ControlOp im Kontextmenü unter Group Policy den Benutzerteil der Gruppenrichtlinien im Live-Betrieb deaktivieren. Es ist immer noch die gleiche Benutzersitzung, allerdings ohne Gruppenrichtlinie, also Benutzergruppenrichtlinien. Das kann ich zum Beispiel nutzen, wenn ich einen Support voll habe und ich habe mich auf eine Sitzung gespiegelt und muss jetzt unbedingt auf eine Logdatei zugreifen, die aber durch Lockdown-Policies oder durch
Gruppenrichtlinienobjekte einfach gesperrt worden ist, der Zugriff darauf, kann ich mir den Teil so wieder freischalten lassen. Genauso einfach, wie wir gerade die Gruppenrichtlinien, also den Benutzerteil der Gruppenrichtlinien deaktiviert haben, können wir den im Kontextmenü auch wieder reaktivieren. Wie gesagt, das Ganze funktioniert während des Live-Betriebs. Also der Benutzer muss sich nicht ab- und wieder anmelden, genauso muss ich keine Berechtigung an irgendwelchen Gruppenrichtlinien setzen, damit diese beim nächsten Anmelden nicht mehr greifen. Ich klicke drauf und es ist immer noch die gleiche Benutzersitzung. Wir haben hier keinen doppelten Boden, kein Netz, es ist wirklich die gleiche Benutzersitzung und sie sieht genauso aus wie vorher. Okay. Ich habe gerade eben, ich will das Fenster gerade nochmal hier rüberschieben, kleinen Moment. Ich habe gerade eben noch ein schönes Feature gezeigt oder erwähnt mit Benutzerspiegelung. Ich habe die Möglichkeit, über eine Remote Assistant aufzumachen, wenn diese in meinem Unternehmen konfiguriert sind. Genauso habe ich die Möglichkeit, mich per Citrix Shadow Session mich aufzuwählen. Genau. Was auch richtig interessant ist, oder was viele kennen das von Ihnen bestimmt auch schon, dass Sie über das App Center Nachrichten an die Benutzer geschrieben haben. Controller bietet mir hierfür auch eine sehr elegante Lösung, wie ich finde. Wir wählen uns wieder den Benutzer aus und navigieren ins Kontextmenü und starten den Punkt Send Super Message. Dieses Send Super Message ist ein WYSIWYG Editor. Also ich kann hier meine Textgrößen ändern, ich kann die Textfarbe ändern, fett, kursiv, unterstrichen, wie ich das möchte. Ich kann das sogar so weit noch einbauen, dass ich komplette Bilder mit in meinen Nachrichtentext mit einstellen möchte. Wir haben in diesem Beispiel meinen Text vorgefertigt und haben den schon eingefügt. Genauso wie wir schon den Haken gesetzt haben, dass die Nachricht immer on top sein soll. Das heißt, der Benutzer kann diese Nachricht nicht in den Hintergrund verschieben. Als Beispiel, wenn ein Word geöffnet ist, der Benutzer ist gerade am Schreiben, ich muss den aber dringend benachrichtigen über irgendwelche Maintenance-Zeiten, kann ich das hierüber machen, dass die Nachricht immer on top bleibt, dass die nicht in den Hintergrund verschiebt. Genauso kann ich sagen, dass der Benutzer diese Nachricht nicht schließen darf. Er kann sie dann nur über die vorgefertigten oder über die Buttons, die wir selber definieren können, wegbekommen. Das Ganze funktioniert entweder als Freitextfeld oder ich definiere ein Button. Um das einfach mal fortzuführen, werde ich hier einfach mal ein Jein eintragen. Einfach nur als Beispiel. Wir holen uns die Benutzersitzung nochmal rüber. Kleinen Moment. Okay. Ich muss das Fenster gerade nochmal kurz schließen. So, hier ist wieder unsere Benutzersitzung. Schieben die wieder nebeneinander. Na, wo ist... So, schieben die wieder nebeneinander. Und senden jetzt die Nachricht einmal über die Remote Desktop Services. Hier tragen wir noch unser Feld Jein ein und klicken auf OK. Das ist das Nachrichtensenderfeld. Darauf komme ich auch gleich nochmal, deswegen schließe ich das jetzt kurz. Hier sehen wir die Nachricht des Benutzers, wie der Benutzer die Nachricht angezeigt bekommt. Zu sehen ist auch unser Jein-Button und der OK-Button, der an erster Stelle stand. Ich klicke jetzt auf OK, weil ich das Ganze jetzt nochmal machen werde. Hier sehen Sie auch, hier ist noch ein Prozess oder eine Aufgabe ist fehlgeschlagen. Dann wird mir das hier unten in der Leiste angezeigt als ein roter Button. Ich könnte hierauf jetzt den ganzen Inhalt der Nachricht per Doppelklick nochmal öffnen und sehe hier auch nochmal eine Zusammenfassung der Aktion, was denn durchgeführt worden ist und was genau fehlgeschlagen ist. So, wir gehen hier nochmal rein in die Nachricht und
senden diese nochmal. So, Text funktioniert auch. Jein, okay. Wir erhalten die Nachricht, klicken mal auf Jein und gehen zurück in die Controllers-Ansicht oder Controller-Ansicht und unser User-Response-Fenster und sehen hier auch, was der Benutzer als Antwort gegeben hat. Ob er ein OK gedrückt hat oder in unserem Fall jetzt sogar das Jein. Diese Liste mit den Informationen lässt sich als Textdatei speichern. Okay. Ich baue mir das gerade nochmal zurück. Das nächste, was wir vorstellen möchten, kann ich auch anhand eines Beispiels mal kurz erklären. Die Nachtschicht meldet zum Beispiel, dass Citrix so langsam sei in der Nacht. Dafür bietet mir ControlOp eine historische Auswertung von Informationen, von Daten. Das sind die sogenannten Incidents. Kleinen Moment mal bitte. Ich habe mich leider vor ein paar Tagen erkältet. Ich bitte dies zu entschuldigen. Also klicken wir einmal auf Add Incident Trigger. Hier sehen wir schon eine Liste von Möglichkeiten, die ControlOp uns bietet. Wir können ein Incident schreiben lassen, wenn ein Windows-Event eintritt, ein bestimmtes Windows-Event oder wenn ein Ordner, eine Sitzung, ein Computer einen gewissen Stresslevel erreicht hat. Genauso können wir sagen, wenn der CU-Agent nicht mehr erreichbar ist, wird das als Computer down oder Computer hat sich aufgehangen markiert. Genau da kann ich mir auch ein Incident schreiben lassen. Zusätzlich zu diesen Incident, die in einer Cloud gespeichert werden, in einer Datenbank in der Cloud gespeichert werden, kann ich mir auch eine E-Mail-Benachrichtigung zukommen lassen. Wenn man dieses Feature nicht nutzen will oder kann oder möchte, kann man diese Cloud-Synchronisation kann man abschalten, allerdings kann man die Incidents dann auch nicht mehr verwenden. Also derzeit gibt es noch keine Offline-Version der Incident-Triggers. Was aber zugrunde liegt von diesen Incident-Triggern, muss ich Ihnen auch noch mal kurz zeigen. Und zwar sind das die Stress-Settings. Das ist, wie vorhin schon mal erwähnt, der Stresslevel, den wir in jeder Ansicht noch mal haben. Das ist diese schöne Spalte hier. Den Stresslevel können Sie ja selbst definieren, wie schon mal erwähnt. Dafür gehen wir in die Stress-Settings rein. Hier habe ich für jedes Objekt und für jeden Ordner die Möglichkeit, meine Stress-Settings anzupassen. In unserem Fall nehmen wir einen Internet Explorer, der mindestens 30% Last verursacht. Das heißt, wir haben hier einen roten Incident, also der Wert soll rot, also die Farbe des Wertes soll rot erscheinen, sobald der über 30% CPU-Auslastung hat. Dann haben wir hier die Load Number, das ist der Wert 6, das ist im Zusammenhang mit der Stresslevel Matrix, die wir hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite in diesem Fenster sehen. Das heißt, die Load 6 hat einen Critical Stress Level oder soll einen Critical Stress Level auslösen an der Stelle. Gehen wir zurück zu den Incident-Triggern. Wenn wir jetzt ein Incident hinzufügen möchten, anhand des Beispiels, was ich gerade eben genannt habe, wählen wir uns ein Stresslevel aus. Das heißt, wir möchten ein Incident schreiben lassen, wenn der Internet Explorer einen Critical Stress Level verursacht. Wählen diesen aus. Wählen unseren Record Type, da es ein Prozess ist, aus. Und wenn der Stress Level in Critical läuft. Für mindestens eine Dauer von 3 Sekunden. Im nächsten Fenster definieren wir einen Filter. Wenn ich hier nichts einstelle, dann wird jeder Prozess, der über 30% CPU-Auslastung verursacht, als Incident gelistet. Wir möchten das jetzt aber als Beispiel nur für den Internet Explorer. Der Filter ist aufgebaut wie die Microsoft GPPs.
Ich kann ein Item hinzufügen, eine Item Collection, oder ich kann sagen, wenn dieses zutrifft oder nicht zutrifft. Wir benutzen ein einfaches Beispiel, wir benutzen den Namen. Und zwar den Namen der Exe ist die explorer.exe. Tragen diese ein und gehen ins nächste Fenster. Hier wähle ich noch einen Bereich aus, auf dem dieser Incident reagieren soll. Also nur wenn der Internet Explorer 30% CPU in Anspruch nimmt in unserem XenApp 6.5 Ordner. Ich kann noch einen Scheduler anlegen, das heißt, der Trigger soll nur zur bestimmten Zeit aktiv sein. Wir lassen das jetzt als Beispiel auf All Day oder jeden Tag. Hier haben wir noch die Möglichkeit, uns eine E-Mail-Benachrichtigung zusenden zu lassen. Also wählen wir unseren Benutzernamen aus unserer Organisation hier aus. Hier oben haben wir den Typ Send E-Mail, fügen diesen hinzu und sagen an einfach OK. Gehen ins nächste Fenster, geben einen aussagekräftigen Namen noch ein und Stress und speichern diesen Incident ab. Unser Incident ist jetzt hier unten gespeichert. Gehen auf OK und wählen einmal, nach einer kurzen Speicherzeit, wählen wir in den Incidents Pane, also Incident Tab ein. Das dauert immer einen kleinen Moment, das ist eine relativ große Datenmenge. Aber da kommt gerade noch eine Frage rein. Genau, Heike, vielen Dank erstmal. Ja, hier kam noch eine Frage zu den Incident Triggers rein, und zwar kann man hier auch mit Wildcards arbeiten? Mit Wildcards zum Beispiel, Sie wollen jetzt eine Stern.exe haben. Schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Ich werde Ihnen diese Information auf jeden Fall noch zukommen lassen. Das müsste ich da, da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Schreiben, also wir schreiben die E-Mail, wir schreiben die, wir haben die Frage ja aufgeschrieben und schreiben das auf jeden Fall auf. Und werden Sie auf jeden Fall benachrichtigen. Okay. In der Zwischenzeit ist der Incident-Tab auch geladen worden. Hier sehen wir eine Übersicht unserer ausgelösten Stress- oder Prozessstress, Windows-Events und, und. Jetzt müssen wir erstmal dieses Event wieder auslösen. Das heißt, wir brauchen einen Internet Explorer, der mindestens 30% in unserem XenApp 6.5 Ordner verursacht. Also gehen wir mal in die Sitzung rein und wählen uns die Benutzersitzung von mir aus, die ich auch vorbereitet habe. Kleinen Moment. Ich ziehe sie mir gerade mal hier rüber in das Fenster. Für jede, die es nicht kennen, hier nochmal unser schönes Portal the Flash Version. Spielen das einmal kurz an, damit wir hier eine Last hinbekommen. So, jetzt verursachen wir gleich Last. So, es ist ein schönes Klick. So, hier noch das zweite Feld hin und wir lassen unseren kleinen Mannequin hier in einer Dauerschleife hoffentlich mal bald fallen. So, jetzt haben wir eine Dauerschleife. Wir verursachen dadurch einfach nur beispielhaft Last. Ich schiebe das Fenster nochmal auf den anderen Bildschirm und schaue mir die Prozesse an, die Benutzersitzung. Hier haben wir 39% CPU-Auslastung auf einmal. Warum es noch nicht rot geworden ist, liegt daran, dass wir den Wert eingetragen haben, er soll erst nach einer gewissen Zeit rot werden. Also wir haben jetzt 34% CPU-Last und dieser wird gleich rot. Wir können uns in die Settings nochmal reinwählen und gucken mal nach, was wir genau definiert haben. Wir gehen auf unseren Ordner, in den Prozess, CPU soll rot werden, 30% für eine Dauer von 2 Sekunden und stellen den Wert eben noch auf Current Value um. Wir nehmen das Ganze. Und jetzt ist unser Prozess rot. Jetzt haben wir künstlich Last verursacht.
Jetzt wechseln wir in die Incidents rein und werden gleich sehen, es dauert immer einen kleinen Moment, dass unser Prozess einmal gelistet worden ist. Wir definieren hier uns an dieser Stelle noch eine Ansicht, also eine Gruppierung. Und sehen gleich, kleinen Moment bitte, die E-Mail ist schon gekommen, dann öffne ich jetzt mal schnell die E-Mail. Hier sehen Sie auch schon die E-Mail-Benachrichtigung. Das heißt, in unserem Ordner XenApp 6.5 auf der Maschine ist der Internet Explorer im Critical Stress, eExplorer-Exe Level 5 Critical. Und ganz wichtig auch die Uhrzeit mit Datum. Wechseln wir zurück in die Triggeransicht. Dann müssen wir leider einen kleinen Moment warten. Ja, bin ich falsch abgewogen? Kleinen Moment. Jetzt hat er. So, hier haben wir den Eintrag schreiben lassen. Und zwar 37% CPU verursacht einen Stresslevel critical. Und zwar um genau diese Uhrzeit, 14.11 Uhr, 14.11 Uhr, Entschuldigung, ich habe mich verklickt. Das war der falsche. Nein, stimmt. Tut mir leid. Hier sehen wir nochmal die Zusammenfassung davon. Dass der in der letzten Stunde um 14.46 Uhr, hier oben steht, einmal ausgelöst worden ist und welcher Prozess sich da handelt. Okay, Heike, vielen Dank soweit für deine Ausführungen. Jetzt darfst du dir gerne mal einen Schluck Wasser gönnen. In der Zwischenzeit versuche ich immer die ganzen Ergebnisse zusammenzufassen, weil es sind einige Fragen aus dem Teilnehmerkreis gekommen und denen versuchen wir jetzt mal nachzugehen. Und zwar eine Frage wäre vielleicht mal zu klären, auf welchen Rechnern bzw. Servern ControlUp überhaupt läuft. Also ControlUp hat ja wie gesagt fast keine Abhängigkeit. Also die einzige Abhängigkeit, die wir haben, ist, wir brauchen ein .NET 3.5. Mindestens. Höher geht natürlich auch. Zu managen Computer können ab Windows XP aufwärts sein. Also wir unterstützen Windows XP genauso wie Server 2012 R2. Jetzt in der neuen Version, die vor kurzem erst released worden ist, unterstützen wir ja auch Hypervisor vom Typ Xen Server und VMware Hypervisor, die mit einem vCenter gemanagt werden. Okay, die nächste Frage, die hier aufkommt, war, wie viel Traffic bzw. welche Auslastung wird überhaupt von ControlUp verursacht, einmal für die Agenten, einmal für die Konsole dann an der Stelle? Also der LAN-Traffic ist relativ gering, da wir die Lastdaten nur dann an die ControlUp-Konsole, also vom CU-Agent an die ControlUp-Konsole senden, wenn diese sich ändern. Die Auslastung im System von dem CU-Agent können wir uns schön in der Executables-Ansicht angucken. Ah, hier ist auch schon angewählt. Hier sehe ich eine Zusammenfassung von allen ausgeführten Prozessen in meinem Folder, weil ich da, also in meinem Ordner, weil ich hier den Fokus drauf gesetzt habe. Sie sehen das hier oben auch an diesem kleinen hellgelben Balken, dass ich einen Fokus auf den ControlUp-Demo XenApp 6.5 Ordner habe. Hier sehen wir auch den CU-Agent. Diese Werte sind, oder dieser Wert, der hier angegeben wird, ist der Gesamtwert von meinem kompletten Ordner, den ich hier ausgewählt habe. Wenn ich hier per Doppelklick drauf wähle, sehe ich, auf welchen Maschinen der CU-Agent, ich sortiere das gerade mal, sehe ich, auf welchen Maschinen oder Computern der CU-Agent ausgeführt wird. Dabei ist die CPU-Auslastung sehr gering, also wir halten uns hier wirklich zwischen 0 und 1% CPU.
Und die Arbeitsspeichernutzung liegt zwischen 40 bis 95, 100 MB. Das Schöne an dieser Ansicht, das war jetzt gerade ein cooles, also ein schönes Beispiel. Ich kann damit auch meine Hauptanwendung in meinem Unternehmen herausfinden. Also welche Anwendung benötigt wie viel Arbeitsspeicher oder wie viel CPU in meiner XenApp-Farm, wenn ich das so ausdrücken darf. Da würde ich zum Beispiel auch sehen, dass mein Office 2010 auf insgesamt 20 Rechnern zum Beispiel installiert ist und gerade 40 Mal ausgeführt wird oder 200 Mal ausgeführt wird. Und ich sehe eine Gesamtnutzung des Arbeitsspeichers, genauso eine Gesamtnutzung der CPU und anderer verschiedener Werte, die ich mir hier wieder aus den Spalten zusammensetzen kann. Okay, gut. Eine der nächsten Fragen, die einige Teilnehmer gestellt hatten, war, wo werden denn die Daten generell abgelegt, beziehungsweise wer liest die Daten mit? Und auch eine Frage nach dem Credential Store kam hoch. Also die Daten, diese Lastdaten, die werden in einer In-RAM-Datenbank gespeichert. Das heißt, die Daten werden nur gespeichert oder werden nur so lange gespeichert, ich auch ControlUp geöffnet habe. Ich kann aber auch in meinem Unternehmen einen ControlUp-Monitor installieren. Das ist ein eigenständiger Server oder auch eine eigenständige Maschine, wo eine ControlUp-Konsole ausgeführt wird. Allerdings hat die keine Oberfläche, also die sammelt für mich nur diese Daten. Das heißt, ich brauche die Konsole dafür nicht geöffnet haben. Die Informationen, die ich im Credential Store hinzufüge, werden nur für mich gespeichert. Also die werden weder synchronisiert noch irgendwie weitergegeben an irgendwelche anderen Benutzer oder sonst irgendwelche zweiten Personen. Okay. Bevor wir jetzt nochmal auf mehrere Fragen eingehen, würde ich gerne auf das Thema Berechtigung einmal einspringen, was wir ja auch zu Anfang erwähnt hatten mit dem Get Session Screenshot. Gibt es in ControlUp den Security Policy Tab? Wenn wir uns den einmal kurz angucken, habe ich das auch schon mal vorbereitet. Ich kann meine Berechtigung für jedes Objekt, für jeden Ordner, für jeden Server in meiner Organisation einstellen. Das Ganze basiert auf Rollen. Also ich lege zum Beispiel eine Benutzergruppe CEO Full Admins an und in ControlUp weise ich dieser AD-Berechtigung eine Rolle zu. In dieser Rolle kann ich dann die Berechtigung definieren und kann sie verbieten. Somit könnte ich auch den Punkt Get Session Screenshot für alle meine Benutzer oder für alle Administratoren oder für alle Nutzer von ControlUp in meinem Unternehmen verbieten. Bevor wir jetzt weiter zu den Fragen gehen, möchte ich Ihnen noch kurz den letzten Punkt in unserer Demonstration zeigen. Das sind die Script-Based Actions. Die Script-Based Action bieten mir verschiedene Möglichkeiten, Sachen in ControlUp hinzuzufügen, die vielleicht noch nicht drin sind. Kleinen Moment mal bitte. Ich möchte Ihnen das anhand einfach mal von ControlUp bietet an mir für diese an dieser Stelle auch Beispielskripte, um mir das einfach mal anzugucken. Des Weiteren gibt es eine große SmartX-Community, zu der Sie auch zugehören können, wenn Sie das möchten. Da gibt es die Möglichkeit, PowerShell, VBA oder Command-Line erstellte Skripte zu testen und diese dann hochzuladen bei ControlUp. Und dann können Sie die so anderen Benutzern, die ControlUp in anderen Firmen einsetzen, zur Verfügung stellen.
Hier sind natürlich der Fantasie und der Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich die PowerShell-Beispiele einmal anzugucken. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, was Sie ausführen können. Ich wechsle direkt in das Skript, einfach nur, um Ihnen das zu zeigen. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, also da können Sie sich reinarbeiten. Aber wenn wir das jetzt behandeln würden, das Thema, das würde definitiv den Zeitrahmen sprengen. Okay, dann wären wir eigentlich auch soweit für Fragen. Ja, genau. Da hat sich in der Tat noch was getan bei den Fragen. Hauptpunkt war noch die Lizenzierung von ControlUp. Ja, zu der Lizenzierung. Kleinen Moment, ich rufe gerade mal die Lizenzseite auf. ControlUp wird nach Concurrent Session lizenziert. Also es gibt da eine Pro- und eine Enterprise-Lizenz. Sie sehen jetzt auf der Bildschirmübertragung die Features, die in welchen Versionen enthalten sind. Da ist auch nochmal der Punkt zu sehen, dass es eine 30 Tage kostenlose Demo-Version gibt, genauso wie es eine kleine mit 50 Concurrent Sessions Lizenz gibt, die kostenlos ist. Wenn Sie ein Angebot oder Informationen darüber erhalten möchten, wie viel Sie lizenzieren müssen oder welche Version für Sie die entsprechende wäre, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Sie haben gleich im Anschluss nochmal auf Ihre Bildschirmübertragung die E-Mail-Adressen. Ich öffne jetzt einmal direkt controllab@brainkorn.de. Wenn Sie irgendwelche Fragen, Angebotsnachfragen hätten oder auch ein Fazit oder Kritik an unserem Webinar stellen möchten, können Sie das gerne darin senden. Ansonsten ist meine Adresse und mein Name Eike Schwöppe, eike.schwoeppe@brainkorn.de und Herr Scholz. Ja, Sven Scholz at braincon.de wäre meine Adresse. Sehen Sie auch unten angezeigt. Und dann wären wir jetzt soweit, noch weitere Fragen zu beantworten. Genau, eine Frage, die hier gerade aktuell ist: Wird es in Zukunft eine Offline-Version geben? Eine Offline-Version. Ja, da kann ich jetzt im Moment nicht viel zu sagen. Da müsste ich mal Rücksprache mit den Herstellern halten. Bitte schreiben Sie mir eine E-Mail. Sie sehen ja gerade auf der Übertragung meine E-Mail-Adresse. Bitte schreiben Sie mir diese E-Mail gerade noch einmal zu und ich werde mich dann auf jeden Fall darum kümmern. Okay, vielleicht sollten wir genau auf dieses Thema nochmal. Ja, also es gibt die Möglichkeiten einer Offline-Version. Also ich kann mir eine Offline-Lizenz beantragen lassen oder beantragen, dass ich ControlUp auch offline benutzen kann. Ja, soweit gibt es die Möglichkeit. Ich war jetzt gerade in dem Thema der Incidents oder der Incident-Triggers. Da gibt es derzeit noch keine Möglichkeit der Offline-Nutzung. Dann bitte weitere Fragen. Okay, ich gehe die Liste gerade nochmal durch. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe in der Zwischenzeit. Okay, die Hypervisor-Integration kam noch gerade eine Frage auf, ob es was da für einen Extend-Server oder Integration von Hypervisern gibt.
Wir sehen hier verschiedene Punkte oder verschiedene Hypervisor. Ich setze gerade mal den Fokus hier drauf. So. Hier sehe ich die Liste meiner Hypervisor. Ich sehe auch den Stresslevel, den ich wieder definieren kann. Ich sehe die Zuteilung virtueller CPU mit physikalischer CPU, wie stark mein Hypervisor gerade von der CPU, RAM, von den Disk-IOs gerade ausgelastet ist. Und ich sehe auch, wie viele virtuelle Maschinen gerade auf diesem Cluster oder auf diesem Hypervisor-Cluster gerade aktiv sind oder wie viele da drauf im Moment laufen. Diese Information kann ich auch runterbrechen auf einzelne Server. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel den Zweier-Server hier auswähle, ich wähle den gerade mal aus, dann sehe ich pro Benutzer, Moment, auch die derzeitigen IO-Read-Operations oder Write-Operations, die gerade auf diesem Hypervisor von dieser Benutzersitzung auf diesem Server aus stattfinden. Also das geht bis runter zum Benutzer und diese Informationen werden vom Hypervisor bereitgestellt, bis zum Prozess runter. Entschuldigung. Okay, gibt es sonst noch welche weitere Fragen? Ja, eine Frage ist noch reingekommen und zwar, auf welchen XenApp-Servern ControlUp lauffähig ist. ControlUp ist auf, also wir haben derzeit XenApp Server 602 hier drin. Welche weiteren, das kann ich jetzt gleich nochmal für Sie recherchieren. Ich bitte Sie einfach nochmal kurz dran zu bleiben. Okay. Okay, wir haben hier jetzt das Beispiel anhand eines ESX-Demo gezeigt oder ESX-Server. Das andere, die anderen drei, die Sie hier noch sehen in der Übersicht, sind alles XenApp-Server. Entschuldigung, XenServer. Gut, das war ja noch eine Frage aus dem Teilnehmerkreis, ob die XenServer Integration gewährleistet ist an der Stelle. Gut. Eine weitere Frage, lässt sich die aktuelle Version 4 mit einer älteren Lizenz betreiben? Die Frage habe ich jetzt leider nicht so ganz verstanden. Lässt sich die Version 4 mit einer älteren Lizenz betreiben? Sie meinen die Version ControlUp 4 mit der Lizenz von ControlUp 3 zum Beispiel? Ah, genau, okay. Ja, das ist möglich. Sie können einfach die Exe-Datei runterladen und diese ausführen. Okay. Sie sehen nochmal, wie gesagt, die E-Mail-Adressen. Bei weiteren Fragen fragen Sie uns, schicken Sie uns eine Nachricht. Wir werden auf jeden Fall antworten. Genauso können wir Ihnen auch anbieten, wenn Sie eine Demonstrations- oder die Demo-Version einmal ausprobieren wollen, schreiben Sie uns an. Wir können mit Ihnen ein Webinar oder ein Team-Meeting ausmachen, dass wir zusammen mit Ihnen in Ihrer Umgebung einmal da ControlUp, das Deployment durchgehen, die Ersteinrichtung, die Konfiguration
Viele Werte in ControlUp sind voreingestellt. Die Stress-Settings zum Beispiel, die können Sie natürlich nach Ihrem Bedarf auch anpassen. Und ja, ansonsten freue ich mich auf viele E-Mails und bedanke mich bei den Zuhörern. Und da kam noch was. Eine Hardware-Empfehlung mit einer Xen-App-Farm mit 200 Servern. Also wir haben ControlUp bei mehreren Kunden schon eingesetzt mit mehreren tausend gleichzeitigen Benutzersitzungen. Da haben wir eigentlich keine Leistungs, ja wie sagt man, keine großen Anforderungen. Was wir brauchen ist, da wir die Daten im RAM vorhalten während der Überwachung, braucht man natürlich relativ viel RAM. Um mir das gerade einmal zu zeigen, gehe ich jetzt mal in eine Benutzersitzung. Ich kann das jetzt, glaube ich, gar nicht. Kleinen Moment. Nee, leider nicht. Also ich habe im Moment kein Beispiel einer Konsole hier offen. Also wir sind so im Schnitt zwischen 1 bis 2 Gigabyte Arbeitsspeicher mit der ControlUp-Konsole. Okay, gut. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf ein reges Interesse der E-Mails, lass die Leitung glühen und wünsche Ihnen auf jeden Fall von meiner Seite nochmal einen schönen Nachmittag und gebe das Wort jetzt nochmal zum Herrn Scholz. Ja. Herzlichen Dank auch von meiner Seite aus für das Zuhören und für Ihr reges Interesse. Falls die ein oder andere Frage von uns jetzt nicht geklärt werden konnte oder nur unzureichend geklärt wurde, scheuen Sie sich bitte nicht. Schicken Sie uns nochmal eine E-Mail an diese eingeblendeten Adressen, die Sie jetzt sehen sollten. Wir werden uns dann nochmal zusammensetzen und auch auf Ihre, sage ich mal, ja, Umgebungen eventuell etwas näher eingehen zu können, wie wir das jetzt hier im Rahmen von dem Webinar hätten tun können. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und schönen Nachmittag noch.